Buongiorno meine kleinen Macaronis, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Pandoras Tower. Im letzten Part haben wir den ersten Meister gekillt im Laubschattenturm und es geht auch gleich sofort weiter mit dem nächsten Meister, den wir wahrscheinlich vielleicht noch in dieser Aufnahme auch niederstechen und das Fleisch rausreißen werden und ihn einfach nur kalt machen. Nachdem wir mit ihr hier gequatscht haben. Oh, sorry, Aaron. I was miles away there. So, dreimal das Gespräch durchdaddeln. Und tschüssi. Wir werden jetzt nicht großartig noch rumgucken. Wir machen uns sofort auf den Weg. Aaron, wait. Please. Promise me, you'll be careful. Don't just leave without saying anything. Oh, wait! Hold out your hand. You know what this is? It's the vow of Ios. Come on, do it. Place your finger next to mine and promise. Ach ja, das ist sowas von kindisch, aber naja, das ist halt so dieses Kindische, dieses Naive von der kleinen Elena und Aaron, der wortlose Held, der sich hier blitzschnell hin und her drehen kann. Der hält von sowas nicht viel, der möchte lieber draufhauen. Auf zum Turm. Ich dachte, sie hält uns einen Finger und keinen Schwur hin. Aber egal. Auf zur Klammsäule. Ja, ich möchte zur Klammsäule. Ah, genau, so kann man das überspringen. Das ist immer dasselbe. Er springt auf die Kette, guckt nach oben, läuft los. Die Sequenzen werde ich demnächst, wenn ich dran denke, immer überspringen. Bevor jemand hier rumheult, weil wir im Laubschattenturm noch nicht alles durchgestöbert, erkundet haben, das wollte ich sagen, das werden wir alles später machen. Wir werden jetzt einmal jeden Turm, also jeden Meister aufsuchen und bekämpfen, auf dem Weg dorthin alles erkunden und wenn wir irgendwas auslassen sollten, werden wir das nachträglich machen. Denn wenn wir das Spiel einmal durch haben, können wir auch noch neue Wege erkunden, auf die ich später erst eingehen werde. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Das scheint ein Gott des Ios zu sein. Er trägt Ketten und ein Erdsymbol. Ja, in diesem Turm müssen wir einen Erdmeister kalt machen. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe ein paar Tage wieder nicht gespielt. Ach, wie schön ruhig das hier wieder ist. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir durch. Wenn wir den richtigen Knopf drücken. Was kommt denn? Achso. Oh. Wo zieh ich da hin? Aua. Aua. Der haut mich. Ist doch nicht nett, ey. Ich will das Schwert. Okay.
Ach ja, kann man sich aber auch nicht irgendwie vernünftig drehen. Hehehe, das ist schön. Komm, steh wieder auf. Ja, du bist so dumm. Mist, ich habe ihn ganz ausgeschaltet. So. Ach ja, ist einfach zu wenig Platz für sowas. Darum war ich jetzt auch so leise. Ich musste mich ein bisschen konzentrieren. Oh, es blinkt rot. Nimm es doch. Klamm, die Lüfte. Nutzung der Transportaufzüge. Zieht stetig am Hebel, um nach oben zu fahren. Lass den Hebel los, um nach einer kurzen Pause nach unten zu fahren. Achtet darauf, dass kein Erz aus dem Aufzug fällt. Alles klar. Bro. Oh, haben wir hier noch irgendwas zum Zerschlagen? Ich glaube, hier ist gar nichts. Hm, was war da denn jetzt eben? Untersuchen? Ach so, den Hebel. Ach, ich bin doch nicht blöd, das hätte ich auch so gewusst. Ah, genau so war das. Auf geht's, auf geht's. So, erstmal wieder alles einsammeln hier. Ah, da unten. Ah, alles klar. Alter, willst du mich verarschen? Drück doch mal los, lass und der Penner geht hoch. Seltsame Körner haben wir gefunden, Metallstück. Und Geld, viel Geld, Geld regiert die Welt. Da sehen wir auch schon den ersten Raum für die Kette, wo wir noch nicht hinkommen. Also müssen wir weiter hier rumrennen. Wer hätte es gedacht? Hallo? Komm mal mit. Ja, komm mal mit, mein Kleiner. Ja, komm mit. Und gib mir dein Fleisch. Ja, Mann, so geht das. Ich will ein Stück vom Kopf. Ein Bestienzahn. Hm. Kann man immer gut gebrauchen. Und noch ein bisschen Geld finden. Ups, Übererz, ein geologischer Bericht zur Klammsäule. An diesem Turm finden sich zwei wichtige geologische Formationen. Erzreserven, die Mauern des Turms bieten einen reichhaltigen Vorrat aller möglichen Erzarten. Lehmschichten, der helle, poröse Lehm zieht sich durch den gesamten Turm. Zum effektiven Abbau wäre es ideal, die Minen um die Erzvorkommen herum anzuordnen. Es sind aber noch weitere Untersuchungen zu den unbekannten Erzformationen notwendig, die im Turm vorkommen. Sehr interessant. Das Gekrickel verkaufen wir später wieder der alten Omi. Ah. Und machen dann wieder einen Haufen Geld. Na komm jetzt! Ich muss das mal wieder so ein bisschen üben. Ich war richtig schnell dabei. Golderz. Wenn das brüchige Erz zerschlagen wird, zerbricht es in scharfkantige Scherben. Eine weitere Eigenschaft dieses Erzes, seine Adern treten oft aus der Wand hervor. Wenn ihr etwas wartet, wird das abgebaute Erz durch neues Erz ersetzt. Dieses Erz gibt es in rauen Mengen. Es wird derzeit untersucht, wie es am besten einzusetzen ist. Ja, das weiß ich schon, mein Freund. Ist da das nichts, was mich töten will? Das ist gut. Gehen wir durch Tor Nummer... bla bla bla. Hundis! Dumme Hundis! Stirb, stirb, stirb! Soll sterben.
Nur der Töte wegen dir ist jetzt einer von den anderen verwest. Jetzt habe ich's. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Der geht mir schon auf den Zeiger. Stirb! Da geht doch. Ja, komm, reißen wir mal irgendwas da. Oh, lass Fleisch. Jawoll. Das bringt uns wieder Geld. So, ich darf auch nicht vergessen, auf die Anzeige von Elena zu achten. Nicht, dass sie mutiert. Hier wurde Bergbau betrieben. Da ist ein Stapel Erzbrocken. Nimm doch mit. Oh. Eine Kletterpassage. Money, money, money. Money, 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 money. Und Erze. Das hier ist noch eine billige Kletterpassage. Das ist toll. Und Raufi. Nein! Oh, ich dachte, du nimmst das mit. Einfach mal mit. Ich komme mir vor wie so ein alter Ochse auf der Farm, ey. Immer muss man ja alles ziehen und schleifen. So, und Raufi. Ein Diamanten haben wir gefunden. Das ist schön. Hier findet man sehr relativ schnell Diamanten. Nicht so wie bei Minecraft, wo du eine halbe Ewigkeit suchst, was findest und dann abgeschlachtet wirst. So, jetzt haben wir da. Und kabonk! Hüpsa! Ist nur okay. Klammexplosion. Es gibt da eine Bestie mit Erz im Körper und eine Gruppe von Wissenschaftlern hat mich gebeten, ihnen zu helfen. Sie wollen sehen, ob die Bestie für Sprengungen im Erzbau gebraucht werden kann. Im Erzabbau, meine ich natürlich. Wieder eine Explosion. Sie entstehen aus Gas und Öl. Die beiden Komponenten werden miteinander vermischt und gesprengt. Und wieder ist ein Mitglied unserer Gruppe tot. Juhu! Es ist kein Zuckerschlecken, mit so einer gefährlichen Bestie in der Nähe zu arbeiten. Als ich mich bewarb, dachte ich, das wäre besser, als in den Krieg zu ziehen. Aber da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Im Krieg, da sterbe ich nicht so qualvoll. Erzrack aus der Wand. Kaum zu glauben, dass dies ein Gebäude ist. Glaub's aber. Hier ist sonst... Aha. Man ist ja auch blind. Ich spiele nicht blind, also jetzt hätte ich fast losgelassen. Da ich nicht blind spiele, bin ich also blind beim Spielen. Verschwinde, Vogel. Wenn du was willst, komm hier hoch. Piepmatz. Kommt niemand hoch. Den will ich ab! Ey, komm her, du! Ich glaube, das ist das kleine Kind von dem Riesenvogel aus Shadow of Colossus. Kann das sein? Das ist Ähnlichkeit. Wollte sich für
seine tote Mutter rächen, aber ohne mich. Upsassa, hoch da. Okay. Immer her damit. Was man auch noch erwähnen kann, ist, es gibt in jedem Turm an verschiedenen Tageszeiten immer irgendetwas Besonderes, was man sammeln kann. Hat man ja im Laubschattenturm gesehen mit dem... Ich habe schon wieder vergessen, wie das Teil heißt, mit diesem Morgenkehlchen oder irgendwie so einem Scheiß. Und das gibt es auch hierbei, also immer wieder was Verschiedenes. Komm, den ruppen wir mal mit einem Schlag alle Federn raus. Uah! Das war jetzt mal sehr gut, muss ich mal von mir selber behaupten. Wird auch ordentlich belohnt, das finde ich auch sehr gut. Und runter. Da gehen wir gleich rein. Erstmal gucken wir hier, ob wir nichts finden. Gut. Ah, Piepmetz. Ah, so war das mit dem Schießen. Das ist gut, dass ich das wieder weiß. So, alle tot. Jetzt wollen wir erstmal die Leichen schänden. Ja, der Aaron hat schon eine perverse Fantasie. Also er schändet gerne tote Tierleichen. Sollte uns zu denken geben, aber... Ist da noch ein Vieh? Yo! Hey! Dummes Vieh. Komm, wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Vielleicht den sicheren Tod? Warte mal... Okay, hier finden wir gar nichts. Außer Kristallerz. Leckeres Kristallerz. Schmeckt wie Zucker, nur mit Zahnbruchgarantie. So, jetzt ist Ruhe in der Truhe. Her damit! Und ah, eine Illusionsscherbe. Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Die ist sehr gut und auch sehr hilfreich. Werden später in die Bedrängnis kommen, dass wir schnell wieder nach dem Observatorium müssen, weil unsere Elena fast am Mutieren ist. Und diese Scherbe teleportiert uns direkt nach Hause, kann man sagen. Das ist jetzt ja unser Zuhause. Und da kommen wir sofort hin, wenn wir diese dämliche Scherbe benutzen. Die erste Kette ist zerstört. Hoffentlich geht es Elena gut.